also im Hinblick auf den Zeitraum an Ihrer Aussage festhalten können, dass man ein Impfangebot machen kann bis zum Ende des Sommers allen Bürgern, trotz der Schwierigkeiten, die es jetzt gab bei AstraZeneca. Und die zweite Frage, spielte das auch eine Rolle, dass man einen weiteren Impfstoff, etwa den des russischen Herstellers, also Sputnik, zulassen könnte, möglicherweise auch in einem Alleingang, wie es der Bundesgesundheitsminister vorgeschlagen hat? Ja, also ich glaube, dass wir gute Chancen haben. Unsere Aussage, dass wir bis zum Ende des Sommers jedem Bundesbürger ein Angebot auf eine Impfmöglichkeit machen können, dass das weiter einzuhalten ist. Wir müssen immer davon abhängig sein, was wird geliefert. Und wir können immer nur die Aussage machen nach dem, was planbar ist. Aber ich kann sie weiter aufrechterhalten nach dem, was ich weiß und was sich ergibt. Und was den russischen Impfstoff anbelangt, so vertrete ich seit geraumer Zeit die Meinung, dass wir jeden Impfstoff, der bei der Europäischen Medizinagentur zugelassen wird, auch nutzen sollten innerhalb der Europäischen Union. Ich würde eine europäische Bestellung vorziehen, wenn es zu einer solchen europäischen Bestellung nicht käme, aber dafür habe ich kein Anzeichen, dann müssten wir auch einen deutschen Weg alleine gehen. Das ist uns dann möglich. Und das würden wir dann auch tun.